Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Und wir haben am Ende des letzten Parts noch den Miniboss besiegt, also den Halbendgegner, wie ich immer so schön sage. Und mit 3 Schlüsseln bewaffnet machen wir diesmal den Block hier auf, wo wir auch gleich reingehen werden. Oder auch nicht. Nee, andere Etage hebe ich mir noch auf. Ich kümmere mich erstmal um die Etage hier. Gucken wir mal, was hier ist. Ah ja. So. Zack. Wow. Okay. Hier komme ich noch nicht weiter. Finde ich gut. Aber den Raum können wir uns schon mal vormerken, denn dort wird noch was Wichtiges sein. So, was haben wir hier rechts? Zack. Gut. Okay, Bumerang bei denen nicht. Dreh dich um. So. Ist hier irgendwo was runtergefallen? Nein. So. Okay, jetzt ist es erstmal dort. Jetzt müssen wir auch zu dem Raum zurück, wo ich gesagt habe. Und mit Hilfe der Kugel kommen wir jetzt auch da durch. So, eine Fee kann ich schaden. So. Jetzt wieder hier lang. Hier ist ja schon offen, also können wir gleich durch. So. Genau. Ah, hier geht's auch nach unten. Gut. Ah, hier ist was. Oh. Hier ist der große Schlüssel. Interessant. Ja, jetzt warten. Ab. Rüber und hoch. Wuscha. So. Gut. Wir haben den großen Schlüssel. Fehlt uns noch irgendwas? Moment. Ich guck mal schnell auf die Karte, ob noch was fehlt.
wir haben alles. Ja. Wir haben alles. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir jetzt hier runter. So. Tja, man kann es auch so machen. So. So, mit den Magnethandschuhen kommen wir jetzt dahin. Dann hier rüber. Und schließlich hier hin. So, die Magnethandschuhe brauchen wir noch. Und wir müssen jetzt das Auge damit immer treffen. Ja, habe ich noch Flasche? Nee, habe ich nicht. Oh, schade, schade. Ich habe keine Flasche mehr gehabt. Ist das euer Ernst? Naja, machen wir es halt normal. Aber lästig ist der Gegner schon. Also, oder ich stelle mich einfach nur wieder blöd an. Das wird wohl sein. Na gut. So. Hopp. So. Ah, aber hier könnte man eigentlich... Genau. Gut, jetzt sind wir wieder voll. Menschenskinder.
Gut. Da ist er ja wieder. Ich sag grad gar nicht, das ist nicht gut. Ich muss doch was sagen. Also das Prinzip ist sehr simpel gehalten, aber es ist nervig. Ah, das war doch gerade, na. Ach. So. Na komm. Yeah. Yeah. Du erhältst einen Herzcontainer. Yeah. Gut, und die nächste Essenz. Es ist die wohlige Wärme. Eine Essenz der Natur. Milde Tage lassen die jungen Bäume durch wohlige Wärme an Stärke gewinnen. Sehr schön. So. Ah, und der Marco-Baum meldet sich wieder. Oh, Link. Wohlige Wärme hat mich gestärkt. Im Traum sah ich Link in weitläufigen Ruinen. Vielleicht liegt dort eine weitere Essenz versteckt. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es herausfinden. So, wenn ich den Weg wüsste. Das ist eine Voraussetzung. Aber ich hatte gelesen, dass wir jetzt noch was anderes holen können. So, erstmal Martha. Ah. Nein, nicht gescheit. Oh, du, das merke ich mir. Ja, schön. Merk's dir mal. So. Gut. Was können wir jetzt noch machen? Vierer. Haben die Tauschgeschäfte soweit alle erledigt. Das ist gut. Und wir müssen in Ruinen, aber vorher müssen wir noch völlig woanders hin. Und ich weiß gerade nicht, wo es ist. Deswegen müsste ich nachgucken. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. So, ich habe schnell mal nachgeguckt und jetzt weiß ich auch wieder, was wir tun müssen, wo wir hin müssen. Wir haben ja die Schatzkarte uns zugelegt gehabt. Und zwar damals für, schlag mich tot, wie viel Rubine, keine Ahnung gerade.
Aber wir können sowieso erstmal nach den ganzen Bäumen hier gucken, was da drin steckt. Ein Ring. Na toll. Okay. So. Und wir haben ja bereits 2 der 4 Juwelen gefunden. Denn das ist unser nächstes Ziel, die Juwelen finden. Und sie dann einzusetzen. Oh. Oh, schön, dass es Jonas besser geht. So. Huiuiuiuiui. Da oben war, glaube ich, noch ein Baum. Genau. Noch ein Ring. Naja. So. Wo haben wir ihn überhaupt noch? Dort? Und da unten. Gehen wir erstmal zu dem unten. Denn beim anderen müssen wir, glaube ich, von der anderen Seite ausgehen. Ach, wo gehe ich denn lang? So. Wir müssen nämlich an den Strand. So. So, da komme ich nicht weiter. Aber hier können wir mit Hilfe der Schleuder die Fackel anzünden und die Brücke entsteht. Hier ruht die schwarze Bestie. Schwarze Bestie? Was für eine schwarze Bestie? Na, wir graben einfach mal alles um. Umgraben, okay. Das auch nicht. Schwarze Bestie. Auf Bomben vielleicht. Auch nicht. Was muss man hier machen? Ah, Kerl. Tatsache. Wow. Ein Moldorm. No. Ah, und wir erhalten das X-Juwel. Sehr schön. So, dann bleibt nur noch ein Juwel übrig. Aber dort können wir die Wirbelkerne nehmen. Geht schneller. Und dann müssen wir... dorthin. Spindel oder so, oder? Ja. Ja, ganz genau. So, zack, zack, zack. Los geht das. Da. Oh.
Oh, Hüter der Essenzen, ich habe deine Ankunft erwartet. Ich gebe dir dies. Du erhältst den Rundjuwel. So, das waren sie jetzt, die 4 Juwelen. Wow. Achso, und hier landen wir hier wieder. Alles klar. Tolle Abkürzung. Muss ich mir merken. So, aber wo hat man sie jetzt nochmal eingesetzt? War das beim Spindelsumpf? Aha, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, das war der Spindelsumpf. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. Und zwar, wenn wir dann hier nach oben gehen. Genau. Nein! Der Juwel fügt passend genau. Der Juwel fügt sich passend genau ein. Der Juwel fügt sich passend genau ein. Und auch dieser. Und das Tor öffnet sich zu den verlorenen Wäldern. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind in den verlorenen Wäldern angelangt. So, erstmal Sommer. Kommen wir hier oben hin. Und hier kriegen wir was ganz Besonderes, Freunde. Ihr könnt es euch sicherlich schon denken. Mhm. Okay. So. Jetzt auf Winter stellen, damit wir so durchkommen. Dann ist hier nämlich Schnee und wir kommen da oben hin. Ne, das war falsch jetzt, oder? Du. Achso, klar. Aber ich brauche da eine andere Jahreszeit, nämlich den Herbst. Herbst ist das Wasser komischerweise grün. Aber was wichtiger ist, wir können die Pilze wegräumen. Dann sind die Pilze weg. Dann gibt es hier einen Dekohändler. Der es wieder mal wissen will. Na los. So. Solltest du in den Wäldern verloren gehen, gehe erst westlich, danach südlich, östlich und zuletzt nördlich. Sorge dafür, dass es immer wärmer wird. Also Westen, Süden, Osten, Norden. Alles klar, vielen Dank. Ja, und ich glaube, ohne diese Information kommen wir nicht weiter. Und dann sagt das Spiel, zuerst die Information. So. Jetzt muss ich wieder Winter machen. Zack. So. Es ging so.
Ja, ja, gut. So. Gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann erhalten wir ein wertvolles Item, was uns sicherlich weiterhelfen kann. Außerdem werden wir schon den nächsten Tempel betreten, wenn ich mich nicht irre. Das ist zumindest geplant. Und wir sehen uns einfach wieder im nächsten Part, Freunde. Bis dann und ciao.